Hör auf zu trinken. Warum trinkst du so viel? Damit du mich das fragst. Lass gut sein. Eigentlich ist es dir doch egal. Ist es nicht. Was sollen denn die anderen denken? Siehst du? Doch, es ist so. Ich sag dir. Ja? Ja, doch. Da fällt mir ein. A short story von my friend Kurt. Einer meiner besten Freunde. Nein, das. Oh. Ach, das ist. Wundern Sie sich nicht, dass dieser Brief Sie so kurz nach Ihrer Abreise erreicht. Aha. Wir alle waren überrascht, einen Mann von solcher Welterfahrenheit und Noblesse in unserer Runde zu wissen. Ja. Die große Welt, die große Welt, die große Welt. Allein die Art, ja, wie Sie das Besteck zur Hand haben, wusste... Das ist es. ...setzt uns in Erstaunen. Entzückend. Bitte schauen Sie, sobald Sie wieder einmal können, bei uns im Club vorbei. Ja, klapp. Klapp. Das heißt klapp. Also du... Hast du gesagt, woher du kommst? Ja, ich bin da nicht verrückt. Ich bin froh, dass man mich nicht bemerkt hat. Du hast so getan, als ob... Ja, schau mich doch nicht so mit deinen großen Augen an. Was hättest du denn gesagt, ne? In so einer Situation? Es ist doch überhaupt nicht wichtig, woher man kommt. Entscheidend ist, wer man ist. Verstehst du das? Ich weiß nicht. Aber, mein Kind, entscheidend ist, dass man die Haltung. Die Linie muss gewahrt bleiben. Verstehst du mich jetzt? Letzte Nacht hatte ich wieder diesen Traum. Was für ein Traum? Ich stehe auf einem großen, weißen Platz. Ganz allein. Es ist kalt. Ich friere. Ich will weggehen. Aber ich darf nicht. Ich muss stehen bleiben und warten. Worauf denn?
Du weißt doch ganz genau, wer das ist. So. Weiß. Er sucht immer noch seinen Sohn. Ich weiß. Ich weiß. Wen sucht er? Seinen Sohn? Wen sollte er denn sonst suchen? Warum denn hier? Bei uns? Ich bezweifle, dass er überhaupt einen Sohn hat. Ich weiß. Ja, wenn er einen Sohn hat, dann hat er einen Sohn und dann braucht er ihn doch nicht zu suchen. Er soll fortgegangen sein. Manche sagen, er hat es vergessen. Dass er gar keinen Sohn hat. Das glaube ich nicht. So etwas vergisst man doch nicht. Wird schon so sein, wie die Leute sagen. Er hat ihn großgezogen. Der Junge ist weggegangen. Naja, und jetzt? Jetzt sucht er ihn eben. Den Sohn.